Das erste EM-Wochenende ist vorbei, die ersten Spiele sind vorbei. Wie sehen Sie den bisherigen Verlauf der EM und natürlich, wie fanden Sie das Auftreten der deutschen Mannschaft und der österreichischen Mannschaft beim ersten Spiel? Also zunächst mal hat es mir leid getan für beide Gastgeber, für Österreich und die Schweiz, weil sie unverdient verloren haben. Das muss man einfach so sagen. Das hat nichts mit Diplomatie zu tun oder in meiner Rolle jetzt als Botschafter für Baden-Württemberg und Tirol, dass ich dann so die Violine auspacke. Sie haben in der zweiten Halbzeit jeweils sehr gut gespielt, sehr stark gespielt. Tschüss. Und gezeigt, dass sie durchaus ernst zu nehmen sind. Und das hat nicht gereicht, hat natürlich dadurch ein bisschen die Stimmung getrübt in beiden Ländern, weil man mit der Niederlage ins Turnier gestartet ist. Aber jetzt gilt es gegen die Türkei und vor allem auch die Österreicher gegen die Polen zu gewinnen. Dazu sind sie durchaus in der Lage, sie müssen es schaffen, aber es gibt diese Möglichkeit und dann sind sie auch wieder zurück im Turnier. Und die deutsche Mannschaft hat mich zu 90% überzeugt gegen Polen. Es gab eine Schwächephase in der zweiten Halbzeit, wo man Angst haben musste um den Ausgleich. Und da ist dann das 2-0 gefallen und dann hat man letztendlich die Partie entschieden gehabt. Aber die Mannschaft hat sehr gut gespielt, hat sich viele Torchancen erarbeitet. Ist auch ein verdienter Sieg. Aber sie muss sich noch steigern im Laufe des Turniers, was sie mit Sicherheit auch wird, um ganz bis ans Ziel zu kommen. Denn wie gesagt, die Phase so 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit gegen die Polen, da hat man ein bisschen zu sehr das Feld abgegeben, vor allem das Mittelfeld. Und da erwarte ich mir, dass die Mannschaft kompakter ist und präsenter ist.